Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Meet Your Dynasty mit eurem Miichi. Wir haben ja in der letzten Folge zum Schluss die Väter angelegt. Werden die jetzt auch gleich aussehen mit den Zwiebeln. Dann müssen wir erstmal die Tasche reinnehmen. So, die legen wir auf die 5. Jawohl. So, ausrüsten, ja, und da sind die Zwiebeln. Ja, ich habe mal den Tag vorgesch. Also, war ja das letzte Mal ziemlich dunkel zum Schluss. Ich habe das eine Feld noch auf die 5 Felder gelegt. Oder 5 Felder draus gemacht, anstatt die 4. Also, ich habe es abgerissen und nochmal neu gemacht in der Kurz. Und habe. Auch so, was hat man noch? Weizen, Hafer. Ah, den Roggen kann ich erst im Winter machen. Okay. Gut. Ja, dann lassen wir jetzt erstmal nur die Zwiebeln und lassen das Feld einfach mal. Da wir ja den ganzen Tag noch haben. Okay. Da packen wir jetzt die Schaufel erstmal wieder weg. Den Beutel brauchen wir, denke ich mal, auch nicht. So, Hammer packen wir weg. Hacke packen wir weg. So, da packen wir den Roggen auch rein. Die Kiste. So. Halt. So, alle 5 drinne. Stroh brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, denke ich mal. Wir haben ja Tag. Und ich würde jetzt mit euch einfach Unigos Geschichte 1 machen, sprecht mit Samba, da wir ja diese Jahreszeit noch überleben müssen und einen Tag Zeit haben. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Habe ich ungebratenes Fleisch? Nein, aber wir werden mal noch schnell was essen. Okay, Fleisch ist alle. Aber wir haben noch ein paar Äpfel, dann trinken wir gleich mal was. Der Trinkschlauch müsste noch voll sein. Jawohl, jetzt gehen wir mal unterwegs noch ein paar Sachen sammeln, dass wir nochmal Steine haben. Und wenn wir nämlich Glück haben, schaffen wir es noch Breitweg. Oh, Breitwegerich ist gut. Ja, der Breitwegerich heilt uns ja. Hier ist nochmal Stein. Ja, es sind auch. We ja, stimmt, es sind mehr Steine da. Na, laut den letzten Updates sollten ja am Flussufer und so weiter mehr Steine zu finden sein. Und ich muss sagen, es funktioniert. So, gucken wir mal, nochmal schnell ein Breitwegerich finden. Hat ich versteckt. So. Gut, haben wir mal noch ein bisschen eingesammelt. Gehen wir mal hier weiter. Jetzt weiß ich nicht, wir wollten Messer machen. Also brauchen wir nochmal ein paar Stöcker. Dass wir die verkaufen. Da wir ja eh nochmal die Richtung müssen von. Oh, ich bin überladen schon. Jetzt gleich mal. Die Messer machen. Da dürfen wir gleich wieder. Die werden wir verkaufen. Und wenn wir es schaffen, pflanzen wir dann. Ich glaube, Weizen hatten die noch. Aber für die Axt gab es mehr. Bei der Axt gab es, glaube ich, mehr Geld, ein bisschen. Na, machen wir mal welche. Ich habe wieder was freigeschaltet. Wollen wir gleich mal gucken. Technologien freigeschaltet. 27 Punkte, 10 Punkte, 4 Punkte, 53 Punkte. Ah, ich kann die Werkstatt kaufen. Da könnte ich dann einen Stapel mit 10 Eisenbolzen, ja, aber Eisen leider noch keins gefunden. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. So, jetzt brauchen wir noch mal ein paar Stöcker. Reichen die schon? Wir noch eine Axt? Nein, noch 3. 1, 2.
Drei. Ich bin wieder überladen. Oder immer noch. So, dann machen wir die mal noch. Ich kann nicht rennen, das ärgert mich gerade. Aber wenn ich jetzt genug drinne habe, da schmeißen wir einfach die restlichen. Ah, ich habe die Feder noch drinne. Ah, die hätten wir auch weglassen können. Ich habe sogar keine Steine mehr drinne. Ah, da machen wir aus den Rundhölzern jetzt noch gleich ein paar Speere. Weil, wenn die. Wenn es da um Wölfe geht. Wie er es gesagt hat, wäre es nicht so schön. So. So, da haben wir sie. Unsere Sperre. Und mein Gewicht ist reduziert und ich kann rennen. Ausdauer weg. So, das ist Dorf. Wir haben noch 700 und 8 Meter. Gleich sind wir da. Gleich sind wir im Dorf. Wie hieß jetzt die Frau nochmal vom letzten Mal, mit der ich so schön geflirtet habe? Wo ich mich dann, naja, was dann leider doch in die Hose ging. Aber wir schauen mal weiter. So, die Händlerin, ist die denn schon in ihrer angestanden? Nein, es ist keiner da. Hier ist eine Händlerin. Oder Händler. Zeig mir, was du für Waren hast. Weizenkorn. Ah, genau, die sind nämlich sogar 20. Warum habe ich jetzt zwei Steinäxte ausgerüstet? Die bringen nur 14. Das Johanniskraut war gegen Vergiftung 12. Ja, wir haben unsere Dings. So, wir wollen ja 5 kaufen. Ich kann genau 5 kaufen. So, 5-mal Weizen. Gut, dafür habe ich zwar jetzt kein Johanniskraut mehr, aber wir können dann Weizen. Ist früher Morgen, sind anscheinend noch alle in ihren Häusern. Alle Fälle sehe ich niemanden. Weiß ich aber nicht mehr, wie die gute Frau hieß. Wie alt bist du? Lamberta. Habe ich mit Lamberta gesprochen? Nee, die ist mir zu alt. Eindeutig zu alt. Eindeutig zu alt. E? 60 zu 59, Alter 23. Hast du einen Moment Zeit für mich? Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Oh, Zustimmung plus 5. Hey, hast du einen Moment Zeit? Hast du in letzter Zeit irgendwelches Gerede gehört? Probieren wir mal da. Oh, nochmal plus. So, probieren wir nochmal. Was für ein Tag. Ich habe fast ununterbrochen gearbeitet. Ich weiß, dass sich meine harte Arbeit auszahlen wird. Nochmal schönes Wetter. Oh, gab es nochmal wenigstens Zustimmung plus 5. Jetzt möchte ich nicht mehr. Ah, schöne Frau. Meine Dame, du scheinst sehr leistungsfähig zu sein. Du siehst stark wie ein Wildschwein. Ah, weißt du, wie ich viel Geld zu haben? Macht das Leben. Ah, Hunger? Sehr schöne Frau.
Vier. So, wir probieren es jetzt nochmal. Die schöne Frau. Nee, es ändert sich leider nicht. Schade. So. Mit ihr kommt man nicht flirten. Jetzt gucken wir mal noch. Mal gucken, nicht, dass wir einen Tag zu schnell zu Ende haben. Nein. Ist noch ein Wohnhaus. So. Aber kein junges Mädchen drin. Spionieren wir mal einfach durchs Fenster. Ich bin ja einer. Ah, hier ist noch ein Haus. Ah. Nein, zu alt. Alter 16. Hey, hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Oh, 10. Etwas Zeit. Was für ein Tag. Ich habe was unterbrochen. Hast du? Minus 5. Naja, okay. Aber ich glaube, die ist verheiratet. Aber irgendwie, es müssen doch irgendwo noch Leute wohnen. Hier ist noch ein Haus. Mit zwei. Catalina, 35. Nein, ist auch zu alt für eine Frau. Okay, und ist auch noch mal ein Haus. Zwei Männer, eine Frau und ich glaube, er ist auch schon ein bisschen älter. Ah. Okay. Keiner da. Dann müssen wir später nochmal zurück. So, jetzt weiß ich. Trinken wir nochmal schnell. Und oh, ich gehe einfach mal durchs Wasser. So, und dann folgen wir mal der Quest. Ja, schwimmen. Schwimmen wird, glaube ich, mal noch implementiert werden. Wenn man noch. Sieht lustig aus. Auf alle Fälle. So, noch 600 Meter. Dann sind wir bei Sambor, das war ein Jäger. Oh, Morschen. War das Morschen? Speisemorsche, genau. Neues Level Überleben. Kriegt man wenigstens noch mal ein bisschen Nahrung. Da gucken wir mal. Fähigkeiten. Überleben. So, Überlebenssinn war das, gell? Erfassen von Pilzen, Federn und Kräutern in Entdeckermodus. Genau. So. Überlebenskünstler, 10% langsam Nahrungs- und Wasserverlust. Also im nächsten Level. Oh, brauchen wir 500. Also sammeln, sammeln, sammeln. Hier ist auch noch keiner draußen. Doch, da sitzt ein Mann. Wir gehen jetzt einfach mal gucken auf die Karte. Wir gehen jetzt hier Richtung Weg. Mal leicht schräg. Vielleicht kommen noch ein paar Tiere. Weil wir brauchen unbedingt Fleisch. Aber wir können ja jetzt mal den Entdeckermodus ausprobieren. Ha! Sauber. Das ist ja super mit den Entdeckermodus. Es ist wunderbar. Ah, den wollte ich zwar nicht einsammeln. Das nochmal morscheln. Naja, dann sammeln wir mal den Stock mal ein. So. Pilz. Für den Pilz muss ich länger drücken. Dann kann ich auch wieder mein Johanniskraut, was ich vorhin rausgeschmissen habe, einsammeln. Ist auch nochmal breitwegerig. So. Super. Weil
Okay. Johanniskraut. Hier steht echtes Johanniskraut. Bin ich mal gespannt, ob es später mal Falsches gibt. Oh, jetzt habe ich wieder einen Stock eingesammelt. So. Okay. Das sieht gut aus. Ach so. Der Weg. Ich muss ja Richtung Jäger und den Weg. Da ist das Fragezeichen. Hier ist nochmal eine Morsel. Bleib hier. Also das ist jetzt, ups, schon mal super. Ich drücke mal die falsche Taste. Aber wir lassen die Standardeinstellung der Tastatur. Das ist besser, würde ich sagen, weil wenn die was neu implementieren, wird sie, glaube ich, eh zurückgesetzt und dann jedes Mal die Einstellung ändern. Gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Wollen wir mal gucken. Hier hatten wir ja unseren Schatz. Ach, Tatsache. Es liegt wieder was da. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Das ist mal interessant. Wird mir das in einem Deckermodus angezeigt? Das ist ja mal interessant. Gut zu wissen. Also könnt ihr auch mal selber ausprobieren. Also, auch wenn man das Video jetzt später guckt. Einfach nochmal hingehen, weil. Es sind nochmal ein paar Holzstücke. So weit sieht er nicht, gell? Okay. Wie viel Meter haben wir noch? 19. 19 Meter und dann sind wir beim Jäger. Beim Sambor. Sambor der Jäger. Nehmen wir nochmal ein Pilzchen mit. Okay. Haben wir es gleich geschafft? Da ist Sambor. Schön. Okay, Sambor. Ich bin Rakimir, Lord Dans Neffe. Ich hörte, Sie haben Bedenken bezüglich der Wölfe. Lordan, ein großer Mann. Und es ist eine Schande, dass wir ihn verloren haben. Wenn du nur halb der Mann bist, der er war, bist du vielleicht meiner Zeit wert. Also, worum geht es? Also, wegen der Wölfe. Es gibt zwei Rudel, die zu schnell groß geworden sind. Das eine hat die Ebene zwischen Hornika und Gostovia durchquert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in Unigost verfaultes Fleisch beißen werden. Das andere versammelt sich um den See im Süden. Ich wette, dass sie bald nach Denzia kommen werden. Sollen wir sie töten? Ein Rute töten. Dazu bräuchst du eine große Jagdgesellschaft und selbst dann würden wir viele gute Männer verlieren. Nein, aber die Dorfbewohner sollten alarmiert werden und vorbereitet sein. Sicher, ich werde dafür sorgen, dass sie vorbereitet sind. So, sprich mit Sambor, sprich mit Unighost. Das heißt, ich muss wieder zurücklaufen. Gut. Da werden wir das mal tun und ich hoffe, ich krieg Wild. Ich brauche was zu essen. Hunger. Aber irgendwie ist nirgendwo was zu. Nicht mehr bei der Jagdhütte. Da. In Dickicht versteckt. Zwei Rehe. Kein Hirsch dabei. Egal.
Ist. Muss schon aufpassen, wenn ich die jetzt dann verarbeiten tue. Dass ich mich nicht überlade. So. Nummer 1. Noch habe ich Platz. Da liegt's. Und Nummer 2. Gut. So. So viel wie ich gehört habe, man kann den Quests folgen, muss sie aber nicht. Aber für einen Anfang würde ich sagen, ist es praktisch. Ich bin mal gespannt, was im nächsten im ersten Quartal 2021 mit den Banditen passiert, wenn sie die implementieren. Ob das irgendwelche Aufgaben sind, die man erfüllen muss, oder ob es da wirklich Wegelagerer gibt, die einen überfallen wollen. Und da bin ich schon gespannt. Ach, da ist ja schon das Dörfchen, wo ich hin muss. Gut. Vielleicht kann ich ja noch mal flirten. Praktisch wär's auf alle Fälle. Die Brücke so weit weg. Nee, habe ich mich jetzt verguckt? Mit dem Dorf. Nee, das müsste es da drüben sein, gell? Ja. Ah, diesmal gehen wir die Brücke. Die Brücke über dem Fluss. Vielleicht bin ich da ein bisschen schneller. So. Ja. Nein, ich habe mich verguckt. Meine Güte. Jetzt sagt mir jetzt, ja, oh nee, ich wollte schon sagen, es wird dann nicht schon wieder dunkel. Aber schaut mal, der Tag ist fast rum. Wahnsinn. So, wir nehmen jetzt diese Brücke. Was mir ein. Mal. Wir haben noch ein Inventar Dörrfleisch. Na gut. Und das erstmal. An dem Wagen gab es nichts zu holen. Und wir können hier auch erstmal dann das Dörrfleisch verkaufen. Aber ich gebe jetzt die Aufgabe ab. Und dann müssen wir, glaube ich. Dunja war. Genau, Denzika. Und das ist ein V. Nee, D. Denzika liegt da drüben. Also gut, da geht man jetzt die Quest ab und gehen Richtung Heimat. Schnell und pflanzen noch den Weizen an. Und ja, was machen wir? Wollen wir die Kappe aufheben? Und die anderen gefundenen Sachen, den Trinkschlauch? Vielleicht für die Frau. Aber der Tag. Jetzt kommt die raus. Es wird Abend. Sehr interessant. Gut zu wissen. Dalina, das war die Händlerin. Zeig mir deine Waren. Ach, ich verkaufe die Sachen einfach nochmal. Trinkschlauch bringt 35. Gut zu wissen. Haben wir nämlich ein bisschen Geld in Reserve.
Weil bei den Jäger konnte. Ah, Alter, ich muss doch zum Büttel. Ich muss doch zum Büttel. Und der Büttel ist schon wieder am Saufen. So, also, was hat Sambor gesagt? Nun, er ist ein Einzelgänger, der durch die Wälder streift, aber er kennt das Wild hier in der Gegend und er glaubt, dass sowohl Gostovia als auch Dantia bald von Wolfsangriffen zu kämpfen haben werden. Bald mit Wolfsangriffen zu kämpfen. Ich hatte befürchtet, dass es so etwas sein würde. Nun, hier ist deine erste Belohnung mit freundlicher Genehmigung des letzten Steuereintreibers, der Sambor tatsächlich nachgekommen ist. Was wirst du nun tun? Ich werde mich um die Verteidigung hier in Gostovia kümmern, aber hey, sorge dafür, dass auch Dencia vorbereitet ist. Gehe dorthin und überzeuge Dagobert davon, Palisaden zu bauen. Sie werden zu allem bereit sein. Ich gebe dir mein Wort. Geschichte, so. Was ist Geschichte? Sprich mit Dagobert. Gut, begeben wir uns mal hin. Und ich sehe gerade, die Zeit ist rum, meine lieben Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben, lasst einen Kommentar da. Und wer Lust hat, abonniert meinen Kanal. Bis dahin, euer Miichi.